Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschland und ich bin wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Opening-Video. Heute haben wir nämlich wieder 100 Archäologie-Kisten uns gekauft. Und zwar habe ich ja das letzte Mal diesen schicken Stab bekommen. Und dementsprechend brauche ich jetzt keine Zwergenkisten mehr, sondern eigentlich nur noch die Clans von Draenor und die Arakoa, weil ich da noch zwei Quest-Items brauche. Einmal das und einmal das Quest-Item. Und ich hoffe, ich kriege das. Dementsprechend habe ich mir diese beiden Kisten geholt, also sowohl die Arakoa als auch die Clans von Draenor, beziehungsweise nein, ich habe es verkackt. Ja? Ich habe mir die Clans von Draenor und irgendwie 50 Hochberg-Taurin-Kisten gekauft, die ich nicht mehr zurückgeben kann. Ich hasse mich gerade so ein bisschen selbst. Nichtsdestotrotz machen wir die jetzt einfach mal auf, beziehungsweise ich muss mein Makro, schätze ich mal, umschreiben, dass es die Kisten aufmacht, die ich haben will. Wie habe ich denn das Makro genannt? A, habe ich das Makro genannt. Das hier muss es sein. Halt, nein. Das muss ein anderes A-Makro sein. Kann das sein? Ah, das hier. Und zwar müssen wir hier Schrägstrich Use und dann die jeweilige Kiste rein. Das und Use. Achso, warte, wenn ich jetzt beide reinpacke, packt er dann rum? Wir werden sehen. Versuchen wir es einfach mal. Ah, lol, er macht dann beide Kisten gleichzeitig auf. Seht ihr das? Gut, also von den Hochbergtauren brauche ich halt nichts, aber ich kann die Kisten, wie gesagt, nicht zurückgeben. Deswegen, keine Ahnung. Einfach nur dumm. Einfach nur dumm, wieder Relikte umsonst rausgepfeffert für nichts und wieder nichts. Jetzt habe ich halt, weiß ich nicht, Hochbergtaurenkisten. Die kann ich dann vielleicht auch wieder reinvestieren. Das ist das Einzige, was wir damit machen können. Also die haben wir jetzt einfach nur kaputt gemacht. So, jetzt machen wir hier mal die Sachen auf, die wir brauchen. Clans von Draenor. Und da brauchen wir dieses Hackbeil. Und ich habe ja auch schon einiges die letzten Tage an Archäologie dort gemacht, mir Sachen geholt. Und die x-mal war das Beil dabei. Und es muss halt makellos procken, ne? Und jedes Mal kam es halt wieder nicht. Und ich habe mir jetzt auch nochmal hier ein paar von den Dingern gekauft, von diesen Steinen, wo man immer 12 oder, nee, 20 sind es hier sogar, Relikte ersetzt. Die sind relativ teuer tatsächlich. Bei den, hier, wie heißen sie, Arakoa sind sie recht günstig. Bloß bei dem Clans von Draenor zahle ich halt knappe 200 Gold für jedes Relikt, ne? Also alles, was hier nichts wird, ist halt ein Haufen Gold, das rausgeht. Achso, hier können wir schon mal irgendwas machen. Größeres war das, oder? Nee, das ist einfach auch ein ganz normales. Was zur Hölle? Das kostet alles 120 Materialien für ein Teil zum Herstellen, was ein gewöhnliches Ding ist. Okay, krass. Also Hochbergtauren scheinen anscheinend ein bisschen Mist zu sein, tatsächlich. Ja, aber die haben wir versehentlich geholt. Das war halt nix, ne? Wir haben dann aber noch ein paar Kisten, also heißt beim nächsten Mal hole ich mir dann die richtigen Kisten. Da muss ich drauf achten, dass ich mir nicht wieder die falschen kaufe. Aber ich sag mal so, ich bin immer noch happy, dass ich den Stab habe von den Zwergen. Von dem her ist das jetzt nicht ganz so schlimm, tatsächlich. Achso, warte mal, jetzt können wir hier nochmal die Hochbergtauren durchballern. Lol, es kommen halt nur so Dinger mit 120 Teilen. Da hast du halt auch viel Bock, wenn dir da noch was fehlt, hast du auch viel Bock, das durchzuziehen. Da musst du ja drei Gebiete abgrasen, bis du einen Teil herstellst. Oh, das Beil, komm, Leute, Baum drücken. Nein, warum kann ich denn wieder nicht diese Quest? Ich hasse es. Dieses Kackbeil, echt. Vor allem, ich habe den Mist ja schon mal gemacht, ne? Das ist ja das Dreckige an der Geschichte. Ich habe das mit einem anderen Char schon gemacht und brauche die Quest aber jetzt auf dem Main noch. Ach, ätzend. Okay, das war leider eine Nullnummer. Leider eine Nullnummer. Komm, wir können noch einmal so ein Ding herstellen. Kommt da eigentlich immer nur das Gleiche? Ah, ne, hier, das kostet 35. Ich habe anscheinend dreimal Pech gehabt, dass ich so ein großes kriege. Gut, wie gesagt, eigentlich ist es wurscht, ne? Weil hiervon brauche ich auch nichts. Die Dinger kann ich jetzt halt wieder umtauschen, wie ihr seht. Zu so Kisten. So klappt das auch mit den Kisten. Und dementsprechend, ja, braucht man halt auch einige an Mats, um die Kisten rauszukriegen, ne? Also, habt ihr ja gerade gesehen, da etwa fünfmal eine Kiste braucht man, um eins herzustellen, um dann wiederum eine Kiste zu kriegen. Also das war jetzt mit den Hochbergtauren eine ganz schöne Verschwendung tatsächlich. Dafür habe ich jetzt hier so Relikte, vielleicht die kann ich im Mar verkaufen, weil die brauche ich ja tatsächlich nicht. Gut, Leute, das war leider eine Nullnummer. Ein paar Kisten habe ich noch, ein Video können wir da noch machen und dann muss ich wieder sammeln gehen. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dann. Ciao.